Dann machen wir es am besten gleich mit, wenn die Kamera läuft. Ja. Ich guck. Ich guck dahin, alles klar. Ja, wie kam es dazu? Ich habe eine Ausbildung gemacht im Büro zum Speditionskaufmann. Die habe ich gemacht ungefähr ein Jahr. Und habe davor, bevor ich die angefangen habe, relativ viel trainiert. Da habe ich auch die Zeit, wo ich frisch angefangen habe zu trainieren. Und dachte mir dann relativ häufig im Büro, ja eigentlich, so jetzt ist gerade 10 Uhr, jetzt wäre so gerade Training. Training wäre jetzt schon cooler, aber ich sitze jetzt hier im Büro und habe halt eigentlich gemerkt, dass das nicht so wirklich was für mich ist. Bei ihm war es am Anfang nur so eine ganz zaghafte Idee. Er war sich noch gar nicht sicher. Ich war auch die erste Person, bei der er es angesprochen hat. Dieses, eigentlich möchte ich das beruflich machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin, was war ich da, 18 Jahre. Habe mir gedacht, ich setze lieber, bevor ich die Ausbildung jetzt fertig mache, werde ich Kämpfer. Und dann kam es dazu, dass ich die Ausbildung ohne Abschluss quasi beendet habe. Und dann angefangen habe, zweimal am Tag zu trainieren. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich habe irgendwas in ihm gesehen, der hat so ein Herz, der hat von Anfang an dem Sport eigentlich alles gegeben. Der hat, als er noch die Ausbildung hatte, den ganzen Tag gearbeitet, ist von der Arbeit dann ins Gym gefahren und hat da nochmal alles gegeben und war so glücklich. Und ich habe es einfach gesehen. Das, was die anderen vielleicht alle erst nach dem Heinekampf gesehen haben, habe ich von Anfang an gesehen. Christian Mach lebt seinen Traum vom Kampfsportprofi. Dafür ist er mit seiner Frau Laura und der neugeborenen Tochter Hals über Kopf aus Regensburg in die schwäbische Provinz nach Balingen gezogen, wo einige der besten Kämpfer Deutschlands trainieren. Chris hat viel für diesen Traum aufgegeben und trainiert zweimal am Tag, um seinem großen Ziel näher zu kommen, irgendwann vom MMA-Sport leben zu können. Doch ohne die bedingungslose Unterstützung seiner Frau wäre all das nicht möglich. Ich war auch diejenige, die zu ihm gesagt hat, mach's einfach. Mach's, brich die Ausbildung ab. Das ist der Weg, den du gehen musst, wenn du ihn gehen willst. Ja. Ich war als Jugendlicher ziemlich dick auch. Ich hatte irgendwie bei 1,80 103 Kilo und habe mir einen Sport gesucht. Und da war ein Kollege, mit dem war ich beim Eishockey spielen, der hat gesagt, er geht jetzt zum Muay Thai Probetraining. So, ja. Okay, klingt interessant, ich habe auch so Lust, was Neues anzufangen und dachte mir, ich gehe mit. Dann irgendwie eine Woche später war ich dann beim Probetraining dabei und es war halt, hat halt direkt gepasst und habe dann so angefangen und immer mehr trainiert und auch immer mehr abgenommen, bis ich dann irgendwann von 103 Kilo auf irgendwie 79 Kilo runter war und das volle Sixpack gehabt habe und mir so viel gegeben, dass ich quasi... War das Sixpack sozusagen das ist der Motivator? Ja, es war schon, weil ich war wirklich ein, ich sag mal, Fettsack war, weißt du, ja. Mein ganzes Leben. Und dann war ich auf einmal, sah ich voll gut aus. So. Ja. Also zum Christian muss ich sagen, der ist im Januar ist er erst zu uns gekommen. Der ist aus Regensburg samt Frau und Kind hergezogen. Sie haben ihren kompletten Lebensmittelpunkt hier in Balingen halt aufgeschlagen. Und das hat mir eigentlich gezeigt, okay, wenn so einer, ein junger Mann, diesen Schritt halt geht, dann meint er es ernst. Er setzt alles auf eine Karte, er nimmt es ernst, also habe ich ihn auch von Anfang an ernst genommen und bestmöglich halt unterstützt. Mit seiner Entscheidung, nach Balingen zu ziehen, wagte Chris einen Sprung ins Ungewisse. Dabei hatte er vom MMA-Sport damals noch gar keine Ahnung. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen, ich kannte keinen einzigen UFC-Kämpfer. Nicht mal McGregor oder so. Mit MMA lässt sich kaum Geld verdienen. Nur wenige Topstars haben ein gutes Auskommen. Ja, also wir leben von Paycheck zu Paycheck. Wir werden auch so finanziell nicht unterstützt. Ja, wir haben gelernt zu sparen. Und durch die Kleinen, der Kleinen, der fehlt dann nichts. Die bekommt auch ihre neuen Spielsachen und alles. Aber dann, also dann kriegen wir halt ein Jahr keine neuen Anziehsachen. Also. Habe jetzt nicht gegoogelt, wie viel man da jetzt als MMA-Kämpfer verdient oder nicht. Aber ich wusste halt, dass man an der Spitze was verdient. So, ja. Aber dass der Weg dahin lang und schwer ist, war schon klar. Also ich dachte jetzt nicht, dass ich, weiß ich nicht, ein Jahr später Mercedes war. Es war auch gar nicht dieses, er will so viel Geld damit verdienen, er will ja, der große Star werden, sondern es ging einfach darum, das zu machen, was er liebt und wo er gut drin ist. Und dass wir dann vielleicht wenig Geld haben, war eigentlich egal. Also ich muss schon sagen, dass ich eine Versicherung habe, meine Frau ist Studierte. Also wenn es jetzt nicht klappt mit dem Kämpfen oder so, dann
kann sie immer noch die Brötchen nach Hause bringen und so. Aber also ich habe meinen Master in Psychologie und habe danach noch die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin gemacht und zur Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Das heißt, ich könnte einfach so eine Praxis aufmachen oder überall arbeiten. Therapeuten werden eh immer gesucht. In zwei Praxen, eine für Erwachsene, eine für Kinder und Jugendliche und in der Klinik, damals mit Straftätern. Ja, in der Forensik. Es waren also meistens drogenabhängige Straftäter, die da Therapie statt Gefängnis gemacht haben. Das war auch von Anfang an klar, dass ich erstmal weiter arbeite, dass ich meine Ausbildung damals noch fertig mache. Weiter in der Klinik arbeite, in den Praxen arbeite und danach ausschaue. Also das war, ja, er hat gesagt, irgendwann, als wir dann realisiert haben, man kann damit vielleicht doch irgendwann Geld machen. Irgendwann bringt er dann das Geld nach Hause und dann kann ich entspannen. Aber erstmal mach's ich. Das ist der Deal? Das war der Deal am Anfang, ja. Also mussten wir auch gar nicht viel groß reden drüber, das war irgendwie klar. Zusammen sind wir jetzt, glaube ich, 4 Jahre und verheiratet 3. Wenn man es einfach weiß, dann muss man nicht lange warten. Ja, noch nach 2 Wochen sind wir schon zusammengezogen. Also, ich habe damals eine neue Wohnung gesucht und habe die dann auch relativ schnell gefunden. Und er hat mir geholfen, die Sachen mit reinzubringen, mit hochzubringen und ist dann nicht mehr gegangen. Bei uns im Gym damals war ein BJJ-Seminar und eigentlich waren die Männer und Frauen in dem Gym relativ getrennt voneinander. Es gab reine Frauenkurse, reine Männerkurse. Und die waren auch zeitlich so, dass man sich nicht gesehen hat. Aber das war so ein gemischt geschlechtliches Seminar, sage ich mal. Und ja, das war eigentlich recht nett. Mein Knie war verletzt, ich konnte keine Takedowns drillen. Und dann hat er sich angeboten, mit mir stattdessen Triangles zu machen. Und ja, es hat auf einmal in dem Seminar gefunkt und ich habe dann auch in den Männerkursen immer mitgemacht, wollte nicht mehr von seiner Seite. Ja. Wenn man es weiß, dann weiß man es einfach. Wir frühstücken schon immer zusammen, nehmen uns schon die Zeit, sitzen, gemütlich reden ein bisschen. Und dann gehen wir ins Gym, nachdem die Küche gemacht ist. Ja. Ja, wir stehen auf jetzt, wie wir hier sitzen, frühstücken und dann entweder ich gehe alleine ins Gym oder ihr kommt mit. Wenn wir dann im Gym trainieren, nach Hause, wenn du hier bist, hast du schon gekocht gehabt, dann essen wir, dann geht die Kleine schlafen, ich mache die Küche, geht dann auch schlafen, dann machen wir auf und dann, ja, je nachdem, entweder wir gehen zu einem Spielplatz oder wir gehen ein bisschen in der Stadt rum oder machen sonstige Ausflüge. Dann so gegen 18 Uhr ist wieder Training, dann nach Hause schlafen und das Gleiche nochmal am nächsten Tag. Ich finde, das hat viele Vorteile auch, dass ich überhaupt ganz viel Zeit auch mit ihm verbringen kann. Nicht nur am Nachmittag, wenn er frei hat, sondern dass wir mit dem Gym mit dabei sind, dass unsere Tochter ihren Papa einfach den ganzen Tag sieht. Weil viele Kinder, vor allem in dem Alter, sehen ihren Vater vielleicht 1 Stunde am Tag maximal. Und sie kann ihn eigentlich jederzeit sehen. Das ist sehr, sehr viel wert. Also im Weltcup in den 10 Tagen wird es eigentlich jeden Tag schlimmer. Seine Laune wird immer, also ich meine, man kennt es ja selber, wenn man hungrig ist, dann ist man nicht so gut gelaunt. Und wenn du 10 Tage wirklich nur Hunger hast und dir dazu noch 7 Liter, 9 Liter Wasser reinpumpen musst und dann noch den Stress hast, dass jetzt ein Kampf ansteht, kann man sich vorstellen, dass es nicht mehr so angenehm ist. Und am Ende reden wir gar nicht mehr miteinander. Also da halte ich auch alles fern von ihm, da ist egal, was in der Woche passiert. Unsere letzte Wohnung wurde uns gekündigt in so einer Woche. Ich habe es ihm einfach nicht erzählt. Das muss man einfach weghalten von ihm dann. Ja, das ist dann alles für nach dem Kampf. Ich habe immer eine Liste im Handy, was ich ihm dann nach dem Kampf alles erzählen kann. Wir sagen immer, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und wenn wir die Wohnung gekündigt wurden, dann hatte das auch einen Grund. Jetzt sind wir näher am Gym, können zu Fuß gehen. Ist auch gut. Bist du zu Papa? Man muss dazu sagen, wir sind vorher ein bisschen schon durch Deutschland und auch bis nach Österreich rumgefahren, um nach einem neuen Gym zu suchen.
weil klar war, er muss einfach aufs nächste Level kommen. Und haben uns ein paar Gyms angeschaut, haben uns aber nirgendwo richtig wohl gefühlt. Es war einfach, hat von der Atmosphäre her nicht gepasst. Und vom Trainingslevel gibt es auch andere Gyms, die gut sind. Das jetzt nicht, aber für ihn vor allem war es wichtig, dass wenn wir alle dahin fahren, dass wir uns als Familie da wohlfühlen. Und dann war ich irgendwie letztes Jahr im Oktober mal hier im Planet Eater, um mich auf den Kampf vorzubereiten. Und habe halt gesehen, was hier abgeht, was hier für ein Niveau auf der Matte ist. Und habe halt irgendwie am laufenden Band bei Amateurkämpfern getappt. Habe mir gedacht, ja, das kann es irgendwie nicht sein. Und dann bin ich nach Hause und so ein paar Wochen später dann mit meiner Frau geredet und entschieden, dass wir hier nach Balingen ziehen. Und seitdem bin ich da. Ja, ja, man kommt rein ins Gym und alle sind irgendwie für einen da, alle freuen sich, einen zu sehen. Ich merke es auch bei der Kleinen, alle begrüßen die Kleine. Sie ist so das Gym-Baby, die kleine Prinzessin. Alle wollen ihr die Hand geben. Das ist einfach, ja, was ganz, ganz anderes als in den anderen Gyms. Ich glaube, es ist Peter auch ganz wichtig, dass da alle zusammenpassen, in die Familie reinpassen. Und er dann ist natürlich, glaube ich, mit hauptverantwortlich für die tolle Atmosphäre. War es auch eine schwere Zeit? Ja, absolut. Es war schon sehr, sehr schwer. Also wir sind ja komplett alleine hierher gekommen und für uns war klar, dass er sich komplett auf den Sport konzentriert. Das heißt, dass ich alles andere übernehme. Also wirklich alles andere. Ja. Ich finde, das ist aber auch, wenn man sich so vorstellt, ich meine, ich kenne es aus den verschiedensten Gyms, die Mädels, die sich so an die Kämpfer ranhängen, die muss ich jetzt leider so sagen, die denken, manchmal ist es einfach nur cool, einen Kämpfer als Freund zu haben. Aber die Verantwortung, die man hat als zweiter Teil, als Kämpferfrau, sage ich jetzt mal, das ist viel, viel mehr. Und es geht nicht darum, sich selber in den Vordergrund zu stellen, selber mit dabei zu sein, mit auf irgendwelchen Insta-Pages gepostet zu werden, sondern es geht darum, den Rücken zu stärken. Es geht darum, alle Kraft in ihn reinzustecken und zu akzeptieren, dass man auf Nummer 2 steht. Das ist echt nicht immer leicht. Also es sind manchmal auch wirklich Kämpfe, vor allem während der Series, wo ich ja wirklich das komplette letzte Jahr an Nummer 2 stand. Das ist schon auch hart für mich zu akzeptieren in manchen Dingen, aber man muss sich einfach jedes Mal wieder bewusst machen, nee, es ist einfach jetzt gerade wichtig und ich bin in dem Moment nicht so wichtig wie er. Das klingt hart, aber es gibt auch wieder Phasen in unserem Leben, wo ich wichtiger bin. Nein, er sagt mir das auch wirklich regelmäßig. Er sagt auch, wie froh er ist und wie stolz er ist. Und er sieht es auch bei manchen anderen, wenn die Frauen einfach oder die Freundinnen einfach anders reagieren, enttäuscht sind, weil der Mann zum Training geht oder sagen, oh, musst du jetzt heute schon wieder ins Gym? Dann sagt er, ja, ich weiß, was ich an dir habe. Und das tut schon sehr gut. Gut, dass wir hergezogen sind, bereue ich gar nichts. Klar, Ringsburg ist meine Heimatstadt. Den einen oder anderen Tag vermisse ich auch, die ganzen Freunde und so, aber man muss ja, wie sagt man, immer was aufopfern. Aber man muss dann einfach die Entscheidung treffen und sagen, okay, das fühlt sich vielleicht nach einer Komfortzone an, aber die müssen wir jetzt verlassen, dafür, dass es dann sportlich, leistungsgesehen einfach besser wird. Für Familie ist es sowieso sehr familiär. Und auch im Gym sind wir super angekommen. Sie ist immer dabei im Gym, die Kleine ist im Gym dabei und es passt perfekt. Wir sind im Team voll integriert sozusagen. Aber auch von jedem Training, jede Woche hat man gemerkt, wie er selbstbewusster wird, aber auch wie er sportlich einfach dazu gewinnt, wie Peter sein Repertoire auffüllt. Ich meine, von ihm kann man natürlich extrem viel lernen, das muss man auch dazu sagen. Sobotta ist ein erfahrener Trainer. Hat der Umzug also etwas gebracht? Viel, sehr viel. Der hat das Know-how zum Kämpfen, der hat die Connections, um dich irgendwo reinzubringen zu irgendwelchen Veranstaltungen. Allein jetzt den Platz in der Series hat er mir abgecheckt. Also das ist der richtige Mann an der Seite, um es auf jeden Fall bis ganz nach oben zu schaffen. Peter Sobotta schaffte 2009 als zweiter Deutscher überhaupt den Sprung in die MMA Champions League, UFC. Seine ersten, praktisch noch regellosen Kämpfe bestritt er im Alter von 17 und belog den Veranstalter, um überhaupt antreten zu dürfen. Heute gehört er zu den besten Bodenkämpfern des Landes, ist Schwarzgurt. 2020 beendete er seine Karriere nach 25 Kämpfen und 17 Siegen und formt nun die nächste Generation deutscher Kämpfer. Ich denke halt wirklich, die wichtigste Eigenschaft eines Kämpfers ist halt der Charakter und das Mindset, weil alles andere kannst du aufbauen, alles andere kannst du
antrainieren. So. Und wenn du eben das richtige Mindset hast und den Willen, den Ehrgeiz, den Wissensdurst, dann ist das Eintrittsticket für eine lange und schöne Karriere. Und das bringt er halt mit. Ja? Er ist nicht der Schnellste, er ist nicht der Spritzigste. Also er kann nicht, er hat nicht super viel Kraft und so, aber das wird sich ja alles mit der Zeit aufbauen. Ja? Unter Sobotas Aufsicht hat Chris in nur 6 Monaten große Fortschritte gemacht. Es ist eigentlich nicht so eine lange Zeit, nee, aber ich bin ein komplett anderer Kämpfer. Also ich bin selber überrascht, wie schnell ich mich weiterentwickelt habe. Also wenn ich auch meinen letzten Kampf angucke, den ich jetzt vor den letzten Battle Series gemacht habe. Hey. Und seine Entwicklung jetzt in den 6 Monaten, wo er bei uns ist, ist wirklich gut. Er ist einfach, sag ich mal, der Strebertyp, der alles immer korrekt macht, immer pünktlich ist, früher kommt, länger bleibt und es wirklich durch einen großen Einsatz probiert zu packen. Wenn er so weitermacht, dann wird er auch einer der besten Kämpfer in Deutschland werden. Als Chris nach Balingen kam, hatte er 1 Jahr lang nicht gekämpft und sollte sich eigentlich in Ruhe entwickeln. Doch als ein Teamkollege sich verletzt, bekommt er die Chance, in die NFC Series einzusteigen. In dem Ligaformat kämpfen 10 Talente um 13.000 Euro Preisgeld, müssen dafür aber 5 Kämpfe in einem Jahr bestreiten. Ein hartes Pensum, doch das perfekte Sprungbrett. Wieder setzt Chris auf Risiko. So wie er mich gefragt hat, habe ich ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen zugesagt. Weil wie du sagst, 5 Kämpfe in einem Jahr, ist es gerade Corona-Zeit. Wer weiß, vielleicht fällt irgendwelche Veranstaltungen wieder aus, wie sie auch war. Und so habe ich einfach 5 Kämpfe vielleicht garantiert dieses Jahr und es ist einfach perfekt. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum ersten Kampftag der NFC Series Regular Season. Diese Series ist schon der Beginn einer neuen Ära für mich. Und los geht's im Leichtgewicht mit einem Duell zwischen Christian Mach und Mohamed Issa aus den Niederlanden. Meine erste Reaktion war, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass er kämpfen kann. Aber dann ging es natürlich auch relativ schnell von der Kampfzusage bis zum ersten Kampf. Und Vorbereitung war, ich weiß gar nicht mehr, waren gar nicht so viele Wochen, wo er dann Zeit hatte. Und es war klar, ja, die Series, das wird ein Sprung ins kalte Wasser. Das war auf jeden Fall sein schlechtester Kampf, sag ich mal, in der Series. Er hat auch schon schlecht angefangen. Er hat sich halt relativ früh am Anfang direkt einen Kick halt eingefangen, der einen Cut geöffnet hat. Oh, High Kick hat gesessen. Da hat er, glaube ich, angeklingelt. Also, ich kann ihn natürlich lesen, wie würde ich mal behaupten, sonst niemand. Und ich habe gemerkt, vor allem nach dem Headkick, den Issa da gelandet hat, dass er da total verunsichert war, dass er in dem Moment sich jemanden gewünscht hätte, jemand starken, der ihm genau sagt, was er jetzt machen soll. Ich sehe den Gesichtsausdruck ganz gut von meinem Platz hier aus. Der Gesichtsausdruck von Christian Mach sieht nicht mehr so entschlossen aus wie noch zu Beginn der ersten Runde, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist eine Runde, die muss Christian Mach jetzt erstmal gedanklich abhaken, Andreas. Das ist sehr, sehr schwer für einen jungen Kämpfer wie ihn. Das ist natürlich schwer, sich nach so einer schwierigen Runde auch mental wieder zu erholen. Und vor allen Dingen nach diesem High-Kick. Ich weiß ja nicht, wie angeschlagen er ist, denn das erste Ding, das hat schon ordentlich gesessen. Er war nicht so gut zu dem Zeitpunkt wie in den späteren Kämpfen, aber er war auf jeden Fall besser, als er es in dem Kampf gezeigt hat. Man konnte schon so die wesentlichen Charakterzüge von Chris erkennen in dem ersten Kampf, dass er halt zäh ist, dass er nicht aufgibt, dass er halt weitermacht, aber da haben halt noch so ein bisschen so die Werkzeuge gefehlt. Ja, ich war bei jedem Kampf mit dabei, bei jedem kleinen Turnier, beim Amateurkampf. Überall bin ich immer mitgefahren und konnte auch selber ganz viel helfen. Ich war immer Betreuerin, habe genau gewusst, was er gebraucht hat in dem Moment. Und da nicht dabei zu sein, als zum allerersten Mal ihn komplett alleine fahren zu lassen, war sehr, sehr, sehr hart für mich. Und dann auch noch zu sehen, er wird jetzt gerade getroffen. Ich war auf der Couch gesessen damals, ich weiß noch, ich bin vor dem Bildschirm erstarrt, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und als er dann verloren hat, das war für mich richtig, richtig schlimm, in dem Moment nicht da zu sein für ihn. Nicht draußen zu warten und zu sagen, das wird schon wieder, wir müssen einfach nur weiter auf die Matte gehen, wir greifen den nächsten Kampf wieder an, wir schaffen das. Sondern damit zu warten, bis er dann wieder zu Hause ist. Das war, hart für mich.
Ja, also als ich den ersten Kampf in der Series gegen Mohamed Issa verloren habe, da war ich schon ja, schwer getroffen, sage ich mal. Und auch mit dieser ganzen Veränderung hergezogen und dann verloren. Aber am Ende des Tages hatte ich nur den Kampf verloren. Und ich wusste, dass ich 6 Wochen später nochmal kommen kann und es besser machen kann. Das war die erste richtige Fight Week, die wir auch davor hatten mit Kind. Das heißt, ich war total gestresst, er kam zurück total ja, geknickt. Und ihn da wieder aufzubauen aus dem Stress heraus, hat erstmal nicht funktioniert. Also ich weiß noch, dass wir erstmal gestritten haben, als er nach Hause gekommen ist. Ich weiß nicht mal mehr wegen was. Aber irgendwo ist es eskaliert und wir haben beide so unsere Emotionen rauslassen müssen. Ich meine ja, Hilflosigkeit, dass ich ihm nicht helfen konnte, er seinen Frust von dem Kampf, mussten wir erstmal ja, ausagieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat eine Woche Pause gemacht nach dem Kampf. Aber dann ist er wieder zurück auf die Matte gegangen. Und das ist für mich immer der wichtigere Moment. Egal, ob du gewinnst, ob du verlierst, du musst wieder zurück auf die Matte. Und sobald er zurückkehrt, ja, klar hängt der Verlust, die Niederlage noch in den Knochen, aber es geht weiter. Chris ist mit einer Niederlage in die Series gestartet. Die Chancen auf ein Weiterkommen sind gering, denn sein nächster Gegner ist der Turnierfavorit Max Heine. Niemand glaubt mehr an den Einzug in die K.O.-Phase, außer Team Mach. Ja, man meinte das gut. Ich habe mich auch gefreut, gegen den Max Heine zu kämpfen, weil der einen guten Namen in dem Land hat. Und wenn man hoch will, dann muss man solche Leute auf jeden Fall schlagen. Nee, er erhöht den Druck auf jeden Fall nicht. Das stimmt schon, wenn ich den weghaue, dann ist für mich auf jeden Fall gut. Aber ich weiß, dass ich gewinne und ich bin 100% davon überzeugt. Ich weiß es einfach. Max Heine gehört zu den Shootingstars der deutschen MMA-Szene. Er trainiert im renommierten MMA-Spirit in Frankfurt mit Stars wie Christian Eckerlin, Stefan Pötz oder Max Koga. Der 27-Jährige ist der erfahrenste Teilnehmer der Series, war mit einem vorzeitigen Sieg in das Turnier gestartet und gilt als klarer Favorit. Wie das Feuer, dem Max Heine so richtig weh zu tun, das habe ich jetzt gefunden und das werde ich auf jeden Fall nach Bonn am 24. mitnehmen. Wir haben eine mega Fightcard heute vor uns. Ich freue mich, ich bin heiß wie Frittenfett. Vor allen Dingen, weil wir ja dieselben Akteure haben, einfach alle in einen Sack gesteckt, durchgemischt und dann neue Paarungen rausgezogen. Und ich bin super spannend, wie jetzt diese Styles, diese Matchups zusammenpassen. Chris steht in der Series mit dem Rücken zur Wand. Er braucht unbedingt einen Sieg, am besten einen vorzeitigen. Ja, also am besten fürs Turnier gesehen wäre natürlich der Finish in der ersten Runde, aber ich gehe jetzt nicht rein und denke mir, ey, ich muss ihn jetzt in der ersten Runde finishen oder so. Ich gehe rein, ich gehe am Ende mit einem Sieg raus, das weiß ich, wie es dann passiert. Ob vorzeitig oder nicht, das ist zweitrangig. Die Hauptsache ist, ich gehe rein und gewinne den Turnier. Bisschen Trash-Talk gab es da im Vorfeld auch schon. Das ist etwas, was man von Max Heine eigentlich gar nicht so kennt. Der hat bei der Showwaage, die wir hier gestern im Cage veranstaltet haben, noch so ein paar Spitzen abgelassen in Richtung von Christian Mach. Hat gesagt, such dir lieber eine neue Ausbildung. Also da könnte das Ganze noch ein bisschen hochkochen. Max Heine, der wird, das haben wir gerade gesehen, den Co-Hauptkampf bestreiten und bekommt es zu tun mit Christian Mach. Ein junger Mann, der dem Sport wirklich alles untergeordnet hat, alles auf eine Karte gesetzt hat. Ausgezahlt hat sich das noch nicht. Er hat seinen ersten Series-Kampf verloren. Wir schauen auf die Rangliste im Leichtgewicht. Auch dort hat sich eine ganze Menge getan. Beim letzten Mal Max Heine führt das Ganze an. All das will nichts heißen, wenn diese Favoriten, diese Erstplatzierten, nämlich heute vielleicht nicht so überzeugen, vielleicht sogar eine Niederlage kassieren, dann sind plötzlich die Karten wieder völlig neu gemischt. Ich sehe Chancen, dass er den Kampf gewinnen kann. Weil eins hat der Chris, eben Willen, Einsatzbereitschaft und Herz. Also er ist keiner, der umfällt, er ist keiner, der irgendwie aufgibt. Und wir können auf jeden Fall einen für die Fans sehr spannenden Kampf erwarten. Verliert er das Ding hier, naja, dann muss er auf jeden Fall noch mal zurückgehen und so ein bisschen überlegen, wie geht's jetzt weiter. Aus Balingen, Christian Mach! Die zweite Niederlage in Folge nach dem Neustart in Balingen wäre für Familie Mach ein herber Rückschlag und würde für Chris das Ausscheiden aus der Series bedeuten. Er darf auf keinen Fall verlieren. Shake hands, let's go. Shake hands gibt's keine.
einen. Dafür einen netten Stare-Down. Und Christian Mach will's hier wirklich wissen. Der Kampf beginnt wie erwartet. Mit einem dominanten Max Heine. Chris Traum droht zu platzen. Oh, schöne Kniestöße von Mach. Oh, aber eine gute Rechte von Heine. Angeschlagen, angeschlagen. Und den Linken hinterher. Und ich glaube, das könnte der Anfang vom Ende sein. Geht zum Körper, zum Kopf hinterher, wieder landet die Rechte. Knie von Mach sind bislang nicht allzu kraftvoll. Hier aber zwei kraftvolle. Immer wieder diese Haken, mit denen Heine trifft. Die Deckung von Mach einfach zu tief. Dann wird er runtergenommen. Eine fantastische Runde hier für den Frankfurter. Versucht er noch den Renegade Choke zu bekommen. Wir sind auf eine zweite Runde hier, Max Heine. Und das sieht eng aus. Das sieht eng aus. Die letzten Sekunden laufen. Schafft es Mach hier nochmal in die zweite Runde oder klopft er ab? Er kommt da nochmal raus. Also Kämpferherz hat er, der Christian Mach, das kann man sagen. Aber was war das für eine extrem dominante Runde von Max Heine? Wir haben aber am heutigen Abend schon mehrfach gesehen, dass Kämpfer, die erste Runde verloren haben, danach stärker zurückkamen. Ich bin mal gespannt, ob das Mach hier heute gelingen wird. Wenn er jetzt einen Takedown hergibt, ist schade. Ja, weil er hat gerade Momentum bekommen. Wird sofort wieder gemountet. Auf die Knie, dann auf die Beine. Jetzt wieder dieser Rear Naked Choke. Und diesmal ist er eng. Ah, das ist sehr, sehr eng. Da kommt er, glaube ich, nicht mehr raus. Das Ding sieht richtig, richtig übel aus. Sein Hook drin, der zweite auch. Nein! Aber er kommt da noch mal raus. Was ist das nur für ein Kämpfer? Und wieder ist der Arm drunter. Er will hier einfach nicht aufgeben. Er kämpft, als ging es um sein Leben. Na, und vielleicht denkt er auch, dass es das tut. Zumindest um sein Leben als Kämpfer. Nachdem Chris die ersten beiden Runden klar verloren hat, kann ihn im letzten Durchgang nur noch ein Finish retten. Da in der dritten Runde, er lag ganz klar zurück. Die erste Runde hat er ganz klar abgegeben, die zweite Runde hat er ganz klar abgegeben. Also er braucht in der dritten Runde das Finish. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese dritte Runde jetzt abläuft. Denn wir sehen es ja, Heine sieht extrem erschöpft aus da in seiner Ecke. Hat natürlich auch extrem viel gearbeitet. Was mir aufgefallen ist zum Ende oder zur Mitte der zweiten Runde, wo der Kampf so leicht angefangen hat zu drehen, habe ich gesehen, dass so bei Max so ein bisschen das Tempo rausgeht, so der Gastank ein bisschen leerer wird und dass die Bodykicks auch langsam die Wirkung gezeigt haben. Chris war natürlich auch ein bisschen müde und angeschlagen und da war es einfach nur noch ein Appell an seine Motivation und habe ich gesagt, hey, du bist hier nach Balingen gekommen mit Frau und Kind, die haben alles für dich aufgegeben und so, du hast jetzt die Chance, ihn zu besiegen. Er ist nicht mehr bei 100% und ich will, dass du keinen Schritt mehr zurückgehst und ihn jetzt einfach zermürbst und dir das Ding holst. Ich bin reingegangen und ich wusste, jetzt finish ich ihn in der Runde. Jetzt gibt es Bodykicks, viele, viele Bodykicks. Schöner Bodykick und eine Linke hinterher. Mach, dreht jetzt hier nochmal auf. Und genau das muss er auch machen. Er muss jetzt Druck machen. Er darf nicht zu lang warten. Und Heinz sieht wirklich müde aus. Oh! Taumeter! Und es sieht aus, als könnte Mach den Sack hier zumachen. Kniestöße! Das wäre das Finish des Abends. Das wäre das Comeback des Jahres, würde ich sogar sagen. Knie nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Das kommt nichts mehr von Heine. Gar nichts. Nachdem der so weit vorne lag. Und das war's! Das war's! Unglaublich! Christian Mach mit dem Comeback des Jahres. Comeback nach zwei harten, harten Runden. In der ersten Runde hat man schon gedacht, er hat gar keine Chance. Und jetzt macht er da den Sack zu. Christian Mach. Aber was ist das für eine geile Geschichte? Das ist es, was diesen Sport so wahnsinnig geil macht. Anders kann ich es nicht sagen. Unglaublich. In den Bildschirm reingeschrien und habe gesagt, jetzt habt ihr es endlich gesehen, jetzt seht ihr das, was ich schon seit Jahren sehe. Ja, krass, sehr emotionaler Moment. Ey. Ich glaube, die Halle hat gebebt, keiner saß mehr. Ich bin jetzt immer noch heiser, man hört's. Sieger des Kampfes nach 37 Sekunden in der dritten Runde durch TKO aus der blauen Ecke, Christian Ich bin ein abgebrühter Wichser, was das angeht, weil ich habe schon so viele Fights gesehen, selber im Ring gestanden, miterlebt. Und damit mich etwas so wirklich aus, sag ich mal, aus der Fassung bringt, da muss schon echt was passieren. Und in diesem Kampf ist es halt wirklich auch tatsächlich passiert.
Ich habe es im letzten Interview schon gesagt, ich wusste, dass ich gewinne. Ich wusste, dass ich hinfahre. Und ich war wirklich bereit dazu, in dem Ring alles zu lassen. Meine Seele, meine Füße, meine Beine, alles. Alles wird da geblieben, wenn es es gebraucht hat. Und genau deswegen ist auch das passiert. Da ging es halt um viel. Und er setzt alles auf eine Karte. Und es war einfach auch wichtig, dass, sag ich mal, für seine Familie in dem Moment, für seine Frau, die ihn mit allen Kräften unterstützt, und für seine Tochter, dass er jetzt noch mal zeigt, für was er halt hier ist. Und das hat er halt gezeigt. Ich bin so stolz auf ihn. Wirklich, also ich war auch stolz auf ihn, wo er bei der Bayerischen Meisterschaft im BJJ Silber geholt hat. Also was eigentlich wirklich komplett egal ist. Aber ich stehe wirklich komplett hinter ihm. Und jeder seiner Erfolge, es ist ein Erfolg von mir, es ist ein Erfolg von uns, von der ganzen Familie. Es fühlt sich einfach schön an und toll an. Und ich bin, ja, einfach stolz und glücklich. Auch immer, wenn ich einschlafe, ich denke an den nächsten Kampf und gleichzeitig an das Gefühl vom letzten Mal. Und ja, war einfach krass. Chris schafft es dank seines Finishes in letzter Sekunde in die Playoffs und gilt nun plötzlich als Favoritenschreck. Also ich habe mir die Seele auf den Leib geschrien, als er dann in der dritten Runde umgekippt ist. Ab da wusste ich, Alter, wenn er ihn schlägt, so, dann kann er da jeden schlagen. Chris hat sich brutal entwickelt. Also ich kenne ihn auch von ganz am Anfang, wie er gekommen ist. Und die Entwicklung ist echt krass. Am Anfang war es noch okay mit ihm zu machen. Es ging relativ. Er war ganz okay und dann hat sich von Kampf zu Kampf immer entwickelt. Und jetzt, wenn ich jetzt mit ihm Sparring mache, ist es überhaupt nicht easy zu treffen. Er hat das Verständnis, bewegt sich gut. Ich gucke auch bei den anderen Jungs zu. Man holt ihn auch nicht einfach mal runter. Man muss aufpassen, dass man nicht runtergeholt wird von ihm. Plötzlich ist der Sieg der NFC Series in greifbare Nähe gerückt. Die NFC Series zu gewinnen ist der Plan erstmal und alles andere kommt. Ich tue alles, um ganz nach oben zu kommen. Irgendwann werde ich da sein. Im Viertelfinale wartet allerdings schon der nächste beinharte Gegner, Kirill Surikov. His record, 7 fights, 5 victories, representing NFT Gym Krefeld, Kirill Surikov! Im Viertelfinale hatten wir dann meiner Meinung nach den schwierigsten Gegner, Kirill Surikov. Ein sehr starker Ringer, ein guter Mann. Kirill ist auf jeden Fall ein unangenehmer Tanzpartner. Ja. Wenn es blöd läuft, also hält er einen die ganze Zeit. Und deshalb haben wir dann wirklich in diesem Trainingscamp, es war nur ein kurzes, es war irgendwie 6 Wochen, haben wir die ganze Zeit nur gedrillt, Takedown-Defense, Nummer 1. Und Nummer 2, eben wenn es runtergeht, sofort wieder aufstehen. Klassisches Duell. Ringer gegen, ja, Allrounder, würde ich mal sagen. Aber wir sehen schon hier, Mach möchte nicht zu weit reingehen, um genau das hier zu verhindern. Da ist der Takedown-Versuch. Gut gestrollt von Mach. Fantastisch. Und das war wichtig fürs Selbstvertrauen. Und die Taktik war dann halt auch, okay, wenn du die Takedowns erfolgreich verteidigst, fängst du sofort an zu attackieren, um ihn eben auch zu brechen. Weil du immer quasi, du nimmst ihm seine Stärke und bestrafst ihn danach immer noch. Und weil hier auch harte Aktion als Strafe für den Takedown-Versuch. Und jetzt kriegt langsam Mach Bock. Surikov versucht, die Beine zu triangeln. Macht alles richtig, drückt den Kopf hier ab. Und ich glaube, Surikov hat einfach ein bisschen die Kraft gefehlt. Knie von Mach. Der will jetzt hier nochmal richtig aufdrehen. Und feuert hier aus allen Rohren. Und Surikov ist unten. Mach aus der Oberlage. Harte Ende. Pound. Gerd Richter, der Referee, steht daneben. Und bringt er! Das war's! Er bringt das! Schon wieder ein Drittrunden-Finish für Christian Mach! Was ist das für ein Teufelskerl? Was für ein Typ! Was für ein Typ! Was für ein Typ! Aber es ist doch schön zu sehen, wenn Träume wahr werden. Dieser Mann hat alles aufs Spiel gesetzt für den Traum vom MMA-Profi. Winner of the fight by TKO Christian Mach! Chris gewinnt erneut. Diesmal nicht nur mit Herz, sondern vor allem mit Köpfchen. Und wieder in der dritten Runde. Aber ich habe mich über die Zeit einfach entwickelt und deshalb bin ich jetzt da, wo ich bin. Wäre der Chris vor 10 Monaten, ist der jetzt hier, dann wäre ich nicht im Halbfinale, das ist klar. Und als er dann gewonnen hat gegen Kirill, dann habe ich gesagt, okay, ja, Mann, wir holen das Ding nach Hause. Also, ja, ich meine, wir haben von Anfang an den Sieg geglaubt, aber jetzt hat man auch gemerkt, jetzt glauben andere noch mit dran, jetzt kriegt er noch so ein bisschen Wind unter den Flügel. Im Halbfinale wartet der Stuttgarter Anastasios Chatsioriadis, ein K.O.-gefährlicher Kickboxer,
Für viele ist Mach auch dieses Mal wieder der klare Underdog. Anastasios Kantsiorianis! Es wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Ich denke nicht, dass es über die Distanz geht. Irgendeiner von uns beiden wird umfallen oder submitted werden in den drei Runden. Und ich gehe rein, gebe alles, was ich habe. Er geht rein, gibt alles, was er hat. Und ja, Mann, das wird krass. Das wird, glaube ich, einer der besten Kämpfe auf der Fight Card werden. Die Tasso sollte sich auf sowas nicht einlassen. Der hat die Power, um ihn hier hochzuhauen und trifft er mit der linken. Ist er aus dem Gleichgewicht gewesen, aber trotzdem auch ein bisschen stark wirken dabei. Und so oder so gibt er hier gerade die erste Runde ab. Denn Tasso macht den Druck, hat die besseren Treffer, gestaltet den Kampf. Aber du weißt es, Andreas, die dritte Runde, das ist die Runde von Christian Mach. Es sah schon mehrere Male so aus, als er noch verliert. Gegen Max Heiner hat er zwei Runden abgegeben und die dritte gewonnen. Ja! Hat am Ende noch mal kurz fintiert, so nach dem Motto, na siehste, ich hab dich. Jetzt gibt's ja noch mal einen Einlauf von Peter Sobotta, beziehungsweise noch mal eine kleine strategische Information mit auf dem Weg. Erste Runde hat nicht so gut geklappt, weil Tasso wusste wahrscheinlich, was wir vorhaben. Und deshalb hatten wir nicht so viele Momente, um da, sag ich mal, wirklich reinzukommen. Die erste Runde hat er abgegeben. Vielleicht braucht er das auch ein bisschen, Christian Mach. Und was mir halt ganz krass aufgefallen ist, er hat seine Gegner relativ leicht hinter sich gelassen. Und da war mir klar, okay, genau das ist seine Schwäche und das müssen wir halt schaffen. Einfach an den Cage, hinter ihn, Rücken holen, Rear Naked Choke. Wir waren an der Ecke gesessen und direkt hinter uns war meine Ecke. Dann habe ich die Anweisungen von Peter eben sehr, sehr gut hören können. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt break the defense, jetzt break the defense. Lass die linke Hand, wo sie ist. Break the defense, gleich hast du. Jawohl. Und dann hatte ich ihn schon so drin. Und dann hat er die Anweisung gegeben, hat gesagt, kämpf gegen die Hand. Ich so, ja, mach ich jetzt, zack, okay, jetzt bin ich drin, jetzt finde ich ihn, bum, 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 und zu. Und jetzt ist er hinter dem Kopf, das ist eng, das ist sehr eng, ich glaube, das war's. Da kommt der Glaube nicht mehr raus, Anne ist nicht unter dem Kinn. Ah, das war's! Das ist der Tipp. Mit Power, mit Kraft und mit Willen. Löst Christian Mach sein Finalticket mit einem Rear Naked Choke. And advancing to the NFC Series Lightweight Finals from the red corner. Chris hat es geschafft. Nach seinem dritten vorzeitigen Sieg in der Series heißt es nun Finale. Finale. Dadurch, dass das Geld bei uns immer knapp ist, war das Finalgeld schon was stark gelockt hat. Und er ist auch heimgekommen nach Tasso und hat gesagt, ich hole uns das Geld. Und am Ende vom Jahr hast du das Geld und dann kann ich dir was Schönes kaufen. Also da spätestens ab dem Moment hat er auch nicht mehr von wahrscheinlich schaffe ich es und ja, ich werde es schaffen. Immer noch so ein bisschen mit einer Zurückhaltung gesagt, sondern spätestens nach Tasso hat er gewusst, ich hole das Ding. Panteley, den besiege ich auch noch, das schaffe ich. Chris' Finalgegner, Panteley Taran. Ein zäher Ringer mit Fable für offene Schlagabtausche. Der Offenbacher hatte im Halbfinale Machs ehemaligen Gegner Mohamed Issa nach Punkten besiegt. Das ist meine Güte und ihr weißt eigentlich alles, dass ich der Champion bin hier. Also ich denke, das ist ein Finale, das ich sehen lassen kann am 18. Dezember. Das Finale im Leichtgewicht der NFC Series. Panteley Taran gegen Christian Mann. Ja Mann, wir sehen uns im Finale. Hallo, liebe Kampfsportfreunde aus dem wunderschönen Maritim-Hotel in Düsseldorf und herzlich willkommen zum großen Jahresabschluss-Event von National Fighting Championship. Und wir haben einen historischen Abend vor uns. Und natürlich auch die Series-Finals. Also, ich könnte nicht aufgeregter sein. Im Leichtgewichtsfinale wegen Christian Mach und Panteley Taran und deren Weg war alles andere als einfach. Christian Mach hat im Prinzip für die großen Gänsehautmomente dieses Jahres gesorgt. Ein Mann, den
So ehrlich müssen wir sein, am Anfang des Jahres niemand auf dem Zettel hatte. Ja, der Favoritenschreck Christian Mach heute zum ersten Mal tatsächlich Favorit, wenn man Fans und Experten fragt, gegen Pantelej Taran. Pantelej Taran allerdings keine einfache Aufgabe. Also Taran auch kein einfaches Matchup, weil man kann ihn nicht brechen, ähnlich wie Chris. Also er hat viel Herz, er kommt mit einer guten Physis, also er lässt nicht wirklich nach, geht nach vorne. Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. God bless and keep it real. Not your gloves, step back in your corner, please. Also erste Runde hier fast vorüber, halbe Minute noch. Gute Runde bislang für Taran, der sicherlich das Gros der Treffer gesetzt hat. Aber du sagst es, Mach bleibt hier gefährlich. Hat hier einen guten Treffer gelandet, wird hier runtergenommen von Taran. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt heute, das ist eigentlich die Base von Pantelej Taran. Das Ringen, er ist ein hervorragender Ringer, aber Mach kommt da wieder hoch. Ja, und das sah spielend leicht aus. Hat er den Kopf weggedrückt, sofort nach oben gekommen. Das haben die gedrillt ohne Ende, das kann nicht anders sein, sonst wäre der da gerade nicht so leicht rausgekommen. Und das könnte auch natürlich ein Zeichen sein. Also knappe erste Runde. Ich würde sie mit Vorteilen für Pantelej sehen. Aber so richtig viele gute Treffer sind nicht im Ziel jetzt hier in der ersten Minute, in der zweiten Runde. Außer dieser hier von Mach. Hat aus meiner Sicht Mach hier die besseren Akzente gesetzt. Jetzt wilde Schwinger von Taran. So einen halben Schritt rein und dann mal kicken. Oder wenn eben Pantelej im Vorwärtsgang ist. Schön auf den Kopf. Also die Ecke von Mach, die fordert jetzt hier das Volumen ein bisschen zu erhöhen. Also das Tempo ein bisschen anzuziehen, ein bisschen mehr Output zu machen. Schöne rechte trifft davon Taran. Zweite Runde hier bislang eher für Mach, aber auch nicht eindeutig. Also es war mit Sicherheit nicht der schönste Kampf, weil es ein sehr, sehr taktisch geführter Kampf war. Aber ich bitte da halt auch um Verständnis. Es war ein Finale, es ging um viel Geld, es ging halt um den Titel. Und da wollten wir halt auch nichts riskieren, um einfach nur eine geile Show zu bieten, sondern Ziel war es einfach, diesen Kampf zu gewinnen. Schöner Kraftkick von Christian Mach, der da direkt auf seine Ecke zeigt. Ja, weil die ist eben angewiesen haben und er es dann gemacht hat. Und Pantelej macht zwar immer noch Druck, aber nicht mehr ganz so wie in der ersten Runde. Ja, jemand hat im Chat hier geschrieben, der wirkt ideenlos. Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt momentan auch so. Oh, harte Treffer von Mach. Kommt da immer nach vorn gestürmt, versucht mit Schwingern und wenn die nicht treffen, wird er abgekontert. Genau das haben wir jetzt hier wieder gesehen. Perfekt macht er das hier, ihn wieder auf den Boden zu befördern. Also Pantelej, guter, guter Ringer. Darauf haben die sich offensichtlich eingestellt in Balingen. Und wieder kommt Mach hoch. Harte Treffer. Ja, und Taran scheint seine Strategie jetzt hier ein bisschen geändert zu haben. Vom Striking mehr hin zum Ringen und hat damit auch Erfolg gehabt. Das heißt jetzt also aufpassen hier für Christian Mach und es wird laut in der Halle. Tja, sehr guter Anfang der Runde vom Balinger. Raus zu wenig getan und dadurch die Runde enger gemacht als nötig, wenn man ehrlich ist. Denn es gab da eben auch diese Takedowns von Pantelej, diese Schwinger hinterher. Und jetzt kommt's drauf an. Wer hat noch mehr im Tank? Wer will es mehr? Wir haben es gesagt, das hier ist auch der Kampf der Herzen. Hält sich hier ein bisschen zurück, nimmt nur Treffer, die er nehmen muss und trifft dafür auch sehr, sehr präzise. Nimmt selbst wenige Treffer, muss man sagen, im Vergleich zu seinen vorherigen Kämpfen zumindest. In der vierten Runde sehe ich jetzt gerade wieder Mach leicht vorne, weil er einfach besser trifft. Aber es sind eben noch gute 2 Minuten. Oh, die Rechte hat getroffen von Christian Mach. Die hat Taran gut durchgerüttelt. Und er gibt erstmal Fersengeld. Ja, das war wichtig, jetzt hier zum Ende der Runde noch mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Es kann gut sein, dass wir jetzt gerade hier eine Situation haben, in der es 2:2 an Runden steht. Und das war auch noch mal ein schöner Aha-Moment. Hinten raus, auch wenn das Ding, das sehe ich genauso wie Pantelej das sagt, auf die Schulter ging. Letzte Runde, vielleicht alles entscheidende Runde. Auf meinen Punkt, Richard Zetteln, 2:2. Dann zeigt es Mach wieder an. Das Ding ging auf die Schulter. Pantelej oft mit dem Mut der Verzweiflung haut er da so eine Overhand raus und
Ja, bislang treffen die eben noch nicht so 100% ans Kinn. 1,50 noch in der letzten Runde. Und wir nähern uns der letzten Minute dieses ersten Finalduelles der NFC Series. Es ist ein hart umkämpftes Duell. Es ist ein strategisch clever geführtes Duell. Und es ist ein Duell, das immer noch auf Messers Schneide stehen könnte. Wenn Panteley hier einschlägt mit diesen Bomben, dann kann er das Ruder hier noch rumreißen. Die letzte Minute läuft. Macht bislang die besseren Treffer in dieser Runde. Aber reicht das denn? Wir wissen ja nicht genau, wie die vorherigen Runden gepunktet wurden. Aber macht noch mal Eindruck. Auch das Knie gut getimt im Vorwärtsgang. 10 Sekunden noch. Kommt hier noch mal ein Takedown. Nein, wilder Schlagabtausch zum Ende. Und gute Treffer gemacht. Die bessere Treffer hat Macht. Wird das hier noch ein Finish? Offen ist wie viel oder geht Gerd Richter dazwischen. Der Kampf ist vorbei. Was für eine Finalsequenz. Und beide recken hier die Arme zum Sieg, Andreas. Vor der Urteilsverkündung, ich habe mich gefühlt, als hätte ich gerade einen Lottoschein abgegeben. Ich hatte keine Ahnung. Peter hat gesagt, er ist sich 100% sicher, dass er sich gewonnen hat. Und die anderen Jungs waren sich auch sicher. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich bin so gespannt. Und es sieht so aus, als hätten wir einen Sieger. Und Marc verrät uns, wer es ist. After 5 rounds of battle, our judges have declared a victor. Their official scores: 49-48, 49-48, and 49-48 for the winner of the NFC Lightweight Series from the. Ich bin also da gestanden, hatte meine Hand gehoben und ich guck so kurz vorm Ende. Okay, er muss rote Ecke sagen. Red Corner, Christian Mack! Es ist auf mich gesprungen, wie meine Freundin hat die Beine um mich herum genommen. Ich weiß noch, mir ist die Hose runtergerutscht, man hat meine Arschritze gesehen, es war mir völlig egal. Nach so vielen Opfern, die du erbracht hast, nicht nur in diesem Jahr. Wie fühlt sich das an? Dieser Gürtel bedeutet alles für mich. Keiner weiß, keiner, wie hart ich dafür gearbeitet habe. Niemand kann sich das vorstellen, was ich aufgeopfert habe, wie hart ich gearbeitet habe. Deswegen stehe ich hier, meiner Meinung nach, und viele andere Meinung nach auch, verdient. Ich weiß nicht erst seit einem Jahr, dass ich jetzt hier stehe. Ich weiß es seit 4 Jahren, wo ich meine Ausbildung abgebrochen habe, um Fighter zu werden. Und da haben die Leute auch gelacht. Dann habe ich meine ersten Kämpfe gewonnen, dann haben sie nicht mehr gelacht. Und dann dies, das, also immer das Gleiche. Aber ich bin hier, um euch vom Gegenteil zu überzeugen, und ich hoffe, ich habe es geschafft. Eine Riesen-Story, eine der schönsten Geschichten, die wir hier bei uns im Gym bisher geschrieben haben. Und es macht uns natürlich alle unheimlich stolz. Dass wir es tatsächlich durchgezogen haben, 5 Kämpfe zu machen, 5-mal Weightcut zu machen, 5 Fight Weeks zu haben, 5 wirklich harte Gegner zu haben, und das einfach geschafft zu haben. Es war so eine Erleichterung, so eine Freude, aber auch einfach, wir waren so erledigt, so erschöpft auch. NFC Series ist vorbei, aber der Stern von Chris Mack geht jetzt erst auf. Das ist der Anfang von ganz, ganz vielen Jahren. Ich gehe 2 Wochen Urlaub, ich komme wieder zurück, weiter grinden. Und der nächste Kampf wird kommen und danach und danach und danach. Und irgendwann sind wir die Besten. Let's go. Es war tatsächlich weniger feiern, sondern einfach wieder zu uns als Familie zusammenkommen und genießen. Jetzt haben wir endlich Zeit für uns. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Die NFC Series ist vorbei. Doch für Chris
geht die Reise weiter. So gesehen, wie ich mich jetzt in den letzten Monaten verbessert habe, sehe ich mich schon in den nächsten 3 bis 5 Jahren in der UFC. Wenn alles so weiterläuft, wie es läuft, ich verletzungsfrei bleibe, dann steht dem auf jeden Fall auch nichts im Weg. Jetzt ist er natürlich ein heißes Eisen. Viele Fans aus der deutschen MMA-Szene haben die Series halt verfolgt und denen ist jetzt Chris Mach halt ein Begriff und alle wollen jetzt halt den nächsten großen Fight für Chris machen und trauen halt viel zu. Dann komme ich wieder ins Spiel und muss ein bisschen auf die Bremse drücken und halt sagen, hey, er hat eine geile Show abgeliefert, er hat einen guten Werdegang. Aber am Ende des Tages, er ist immer noch ein junger Kerl. Er ist meiner Meinung nach auch immer noch ein beginnender Profi. Und so wollen wir jetzt erstmal die nächsten 2 Jahre, sag ich mal, nochmal unsere Runden auf nationalem Niveau, sag ich mal, drehen. Und wenn dann alles gut läuft und seine Entwicklung gut ist und seine Gesundheit gut ist, dann, denke ich, wagen wir den Schritt ins Ausland. Und dann werden wir sehen, wie es läuft. Weil da musst du dich halt auch erstmal durchsetzen, um dann wirklich in die großen Ligen zu kommen. Aber ich werde nicht müde, es zu sagen, für so einen Jungen wie Chris ist halt Sky the Limit. Und der kann es halt definitiv packen. Da kommt halt alles zusammen bei ihm. Und deshalb, ich glaube schon, dass wir Chris in einigen Jahren in der UFC, Bellator, PFL oder sonstiges sehen. Nach diesem unfassbaren Triumph sollte 2022 eigentlich Machs Jahr werden. Stattdessen jagte ein Rückschlag den nächsten. Im Juni veranstaltete NFC in Machs neuer Heimat Balingen ein Heimspiel. Mach war für seinen ersten Kampf nach der Series gesetzt, ein Co-Main-Event gegen Powerhouse Zafar Mosen, übertragen live im Free-TV. Doch eine Staphylokokkeninfektion machte ihm einen gehörigen Strich durch die Rechnung und erwischte ihn derart schwer, dass er tagelang im Tübinger Krankenhaus verbrachte. Statt Scheinwerferlicht die kalte Beleuchtung eines Krankenzimmers und statt Kampfbörse nur weitere Kosten. Wieder genesen, nahm Mach im September einen Kampf in Österreich an, um wieder in die Spur zu kommen, aber natürlich auch, um Geld zu verdienen. Im Hauptkampf traf er auf eines der größten Talente des Landes, Modellathlet Bogdan Grad. Doch an jenem Abend ging nichts zusammen, Mach fand nie wirklich seinen Rhythmus, atmete schon am Ende der ersten Runde schwer und musste in der zweiten in einem Würger abklopfen. Die Siegesserie war gerissen. Im ersten Kampf seit 9 Monaten hagelte es für Mach eine herbe Niederlage. Nun, genau ein Jahr nach seinem größten Erfolg, will er am selben Ort, im Maritimhotel Düsseldorf, wieder angreifen. Sein Gegner, erneut ein Österreicher, der erfahrene Tiroler Gökhan Aksu. Ein turbulentes Jahr geht für Familie Mach zu Ende. Sie blicken dennoch optimistisch in die Zukunft. Wenn ich die Zeit noch mal 1,5 Jahre zurückdrehen könnte und noch mal vor der Entscheidung stehen würde, das die letzten 1,5 Jahre noch mal so zu machen, ich würde alles genauso machen. Zwischen uns hat noch nie was gepasst, deswegen wir haben so am Anfang an gewusst, das sind 2 Teile, die ineinander gesteckt wurden und die lösen sich auch nicht mehr. Aber in dem Jahr, ja, wenn du durch so eine harte Strecke gehst, so eine harte Series machst, so harte Kämpfe machst, so viel Einbußen in deinem Privatleben hast und aber alles zusammen schaffen musst und dann auch noch zusammen schaffst, das Gefühl kann einem keiner mehr nehmen. Also die Reise an sich hat mehr als ein Jahr gedauert. Ich arbeite seit 4 Jahren sehr, sehr hart, um da zu stehen, wo ich jetzt stehe. Aber egal wie lange das jetzt, ob 1 oder 4 Jahre, wenn man was in seinem Leben machen möchte, und wenn man und das klar vor Augen sieht und es einem Freude und Spaß und sowas bringt, dann, egal was es ist, sollte man das auf jeden Fall tun. Weil irgendwann wird man da sein, wo man will.